And what the Lord did in Belém. Então o que o Senhor fez em Belém. And then what the Lord did in Pontal do Araguaia. E o que o Senhor fez em Pontal do Araguaia. The senior host pastor himself is here. O pastor sênior daquela nação. Mesmo ele tiene aqui. Der Senior Pastor selbst ist hier. Get into the healing service, Michael. Eu quero começar o serviço de cura agora. Michael needs one from Germany. Does not change. Tenha certeza que isso não vai mudar. And so Michael needs to be at the microphone here. Be here forever. Okay, agora. Again. Nochmals, ich möchte sagen, dass wir zu euch kommen im mächtigen Namen von Jesus. With all our heart, all our somebody help. My speakers here, all our heart, all speaker here. Toda nossa alegria. Let us wait for Michael to fix this. Blessed people. Agora, povo abençoado. I want to passar para vocês agora o programa, como que vai acontecer hoje. Number one. Número um. Nummer eins, ich sagte, wir werden mit einer kurzen Anbetung anfangen. Eu disse que nós vamos começar com uma curta adoração na língua universal. The song Hallelujah. Das Lied Hallelujah. Jeder kann dieses Lied singen. And the doctors have already examined you. Und die Ärzte haben euch bereits untersucht. And those who are coming in, you're welcome. Und diejenigen, die hineinkommen, ihr seid herzlich willkommen. Ihr seid willkommen. Und nun, nach diesem Lied, werde ich ein kurzes Gebet sprechen. Então é por isso. When we will invite the worship team to come and sing hallelujah. Que quando nós convidarmos o grupo de adoração. Wenn wir das Anbetungsteam einladen, dass sie kommen und Halleluja singen, wir werden sie in Kürze einladen und dann werdet ihr mit eurem ganzen Herzen anbeten, mit eurer ganzen Seele, mit eurer ganzen Kraft, mit eurem ganzen Sein. Halleluja! Halleluja. Und dann werde ich das kurze Gebet sprechen
Hier drüben, sehr kurz. Und dann werden wir langsam in den Heilungsgottesdienst hineingehen. Alles wird sich heute Abend hier verändern. Das Blut von Jesus fließt immer noch. Und der Herr spricht zu den Nationen über das Kommen des Königs. Und Erweckung berührt die Nationen. Halleluja. Und nun, das Anbetungsteam wird kommen und ich denke, sie werden irgendwo hier stehen und sie werden Halleluja mit dem Lied Halleluja anbeten. Und sie werden sich aufstellen euch gegenüber. Sie werden hier sein. And they will stand there, and then the South Korean lady, my daughter, where is Arthur Park? The South Wo Korean ist Arthur Park? Die Tochter aus Südkorea wird sie zuerst leiten. Sie werden nicht spielen, sie werden erst später hinzukommen. Arthur Park wird das organisieren. The rest will not join her for now. They will Der Rest join wird later. Später, viel später dazukommen. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. Halleluja! Halleluja! Jesus Christo viene, Christo vive! Jesus Christo vem, Christo vive! Jesus Christo vive! Jesus Cristo vive! Ele é nosso Salvador! Ele é o nosso Salvador! Ele tiene poder. Ele tem poder. Fuertemente. Fortemente. Para sanarte. Para te curar. Te curate. Para te curar. Aleluia. Aleluia. And the blood of Jesus. E o sangue de Jesus. Und das Blut von Jesus fließt immer noch. That is tremendous. Das ist enorm. Aleluia. Aleluia. And so Und nun, então, de passinho em passinho, wir werden mit der Anbetung vom Lied Halleluja anfangen. Halleluja! Können wir mit der Anbetung anfangen? Und bevor sie anfängt, möchte ich dies wiederholen, dass heute am Morgen Segen an die Pastoren in dieser Stadt sandte. Bênçãos para os pastores desta cidade. And I said, und ich sagte, and I said, Michael, und ich sagte, here, und ich sagte, dass ich heute Abend zu euch komme, mit meinem ganzen Herzen, com toda alegria, mit der ganzen Freude, um euch zu dienen. Im mächtigen Namen von Jesus. Danke, dass ihr uns hier empfangen habt. Und nun, lasst uns sofort mit dem Anbetungslied anfangen. Aber bevor wir anfangen, wenn jemand hineinkommt, Und ihr braucht, dass sie diese Person untersuchen vor der Heilung, dann stellt sicher, dass der Arzt sie untersucht, damit die Herrlichkeit größer ist. Die Herrlichkeit ist viel größer, nachdem die Ärzte untersucht haben. Und nun lasst uns gleich mit dem Anbetungslied anfangen. Cristo vive!
Somebody increase her microphone at the back. Alguém aumente o microfone da violinista, por favor. There is a noise. I don't know whether it's the keyboard or it's too much speaker noise here. Há um som, um barulho, eu não sei se é do teclado ou se são das caixas de som. Your microphone is off. O seu microfone está desligado. And the Lord has spoken with me today. E o Senhor falou comigo hoje. About this. Und der Herr hat heute mit mir wieder über diese Nation gesprochen. Und ich werde das mit euch teilen, bevor wir anfangen. At the back, remove, we see. No difference. Everybody try to rise up on your feet. We worship this song. Todos levantem-se para adorarmos. Versucht alle aufzustehen, wir singen dieses Lied. Diejenigen, die aufstehen können, steht auf, wir beten dieses enorme Lied an. Wir beten mit diesem enormen Lied an. I don't hear you, my sons and daughters. Eu não estou ouvindo vocês. Ich höre euch nicht, meine Söhne und Töchter. Eu não estou ouvindo vocês, meus filhos e minhas filhas. Aleluia. Let us begin with my daughters first. Vamos começar com as minhas filhas primeiro. Lasst uns zuerst mit meinen Töchtern anfangen. Very powerful. Yeah. My daughter's much louder now. Minhas filhas primeiro, mais forte. Mais forte. Aleluia. Very powerful.
sehr mächtig. Now listen to me, blessed people. Agora ouça-me, povo precioso. The Lord Almighty has Hört mir jetzt zu, gesegnete Leute. Der Herr, der Allmächtige, hat heute mit mir gesprochen. Der Herr Jehova Elohim Er hat heute mit mir gesprochen, in einem Traum. Und in dieser Unterhaltung, gesegnete Leute, brachte er mich in diesen Teil eures Landes. Und dann forderte er mich auf, euch zu sagen, dass ihr Buße tun sollt. Dass ihr Buße tun sollt und von der Sünde abkehren sollt und den Weg für das glorreiche Kommen des Messias vorbereiten sollt. Den Weg für das Kommen des Königs vorbereiten sollt. Und dann, als eure Nation keine Buße tat, dann hob der Herr mich hoch über die Wolken und er brachte mich in dieses Gebiet und er zeigte mir, er zeigte mir the mist. A neblina. That covered the hills and the mountains. Que cobre os montes e as montanhas. And then. E então. Er zeigte mir den Nebel, der die Berge bedeckte und dann ele feriu a montanha with an earthquake. Com um terremoto. Schlug er den Berg mit einem Erdbeben. Und ich sehe diese Gebäude. Sie standen am Fuß des Berges. Ich sehe, dass sie einstürzen. Also der Herr ruft zur Buße auf. Repentance is a good thing. Buße ist eine gute Sache. Jedes Mal, wenn der Herr zur Buße aufruft, ist es sehr viel Gnade Gottes und die Liebe Gottes. Und deshalb, während wir diesen Gottesdienst anfangen, wollte ich sicherstellen, dass ihr wisst, was der Herr gesagt hat. To come live here. Então, depois disso, eu virei ao vivo aqui. And I will say a short prayer. Und ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Uma oração muito, muito curta. After that, depois disso, then I will make a decree. Então, eu farei Danach um werde ich dann eine Verordnung machen. Und an einem Punkt werde ich jetzt sagen, könnt ihr alle das tun, was ihr nicht tun konntet? Und alles wird sich heute Abend hier verändern. Warum? Weil das ewige Blut von Jesus immer noch fließt. Sangre de Jesus, sangre eterna de Jesus is still flowing.
Das Blut von Jesus, das ewige Blut von Jesus fließt immer noch. Das ewige Blut von Jesus fließt immer noch. And that's why mine is Michael, please come here. Michael. And that's why. E por isso. Und deshalb. And that's why. Und deshalb. E por isso. We are going to worship this song. Werden wir dieses Lied singen? Let us all worship together as she sings the song. Lasst uns alle zusammen anbeten. Not yet, but not yet. Vamos adorar not yet junto com o violino. Michael is becoming an issue globally now. Hallelujah. Not yet back. I don't know what's going on here. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Can somebody help him also? Alguém pode ajudar, por favor, o arcebispo Michael? Por favor. Aleluia! Aleluia! Rapidamente, mais rápido. Yeah. Thank you very much. Rapidamente, por favor. Muito obrigado. Okay. Let us worship together. Lift up your hands and worship the Lord. Lasst uns zusammen anbeten. Erhebt eure Hände, um den Herrn anzubeten. You are facing these people. Where are you going to? We are worshiping here at the park. At the park. Stand there. Can you stand here and worship the Lord, please? Rapidamente. Thank you so much. Cynthia, move into the field. Move into the field. Let us start worship. We have a healing service ahead of us. Very fast. Let us go now. Michael, you are defeated today. Let us lift up your hands and worship the Lord now. Levantem as suas mãos e vamos adorar o Senhor. Erhebt eure Hände und betet jetzt den Herrn an. I know Michael is messing us up, but let us wait for him. Let's see how fast he runs. Not yet. Don't worry. Alleluia. Sanctus. Aleluia! 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 Poderoso! Thank you! Thank you. Very powerful. Poderoso. Very powerful. Aleluia. Lifting up your hands, everybody, before the Lord. Levanta sus manos. Levante as suas mãos. Erhebt alle eure Hände vor dem Herrn. Everything will change here tonight. Tudo vai mudar aqui. Alles wird sich heute Abend hier verändern. Fuertemente. De uma maneira muito fortemente.
Aleluia. Now it's very powerful here, the speakers. Agora as caixas estão muito poderosas aqui. Aleluia. Let us take it up now. Vamos agora subir. Aleluia. Obrigado. Obrigado. We are waiting for Mike and his team to finish. Aleluia. Aleluia. It is back. Santo, santo. We are waiting for Michael. It's off again. It's off. Off. Now it's on, now it's on, now it's on. Leave it there, don't even move it there. It is off now, it's off. Aleluia. Now listen to me, blessed people. Hört mir jetzt zu, gesegnete Leute, heute Abend, während wir diesen Heilungsgottesdienst anfangen, erinnert euch, dass heute Abend nichts mehr eine Rolle spielen wird. Nichts wird heute Abend mehr eine Rolle spielen. Heute Abend. Nichts anderes wird mehr eine Rolle spielen. Nichts wird heute Abend wichtig sein. Es wird keine Rolle spielen. Der Name der Krankheit wird keine Rolle spielen. Heute Abend, gesegnete Leute, wird es keine Rolle spielen, wie lange ihr daran gelitten habt. Überhaupt nicht. Heute Abend, gesegnete Leute, wird es keine Rolle spielen. I think if you can increase the volume of these speakers, they can replace this one. These two speakers. If you increase their volume, they will replace this one here. Heute Abend wird es auch keine Rolle spielen, wie schmerzhaft es gewesen ist. Und es wird heute Abend keine Rolle spielen, wie die Ärzte es genannt haben. Ob sie gesagt haben, chronisch, das wird heute Abend keine Rolle spielen. Das wird heute Abend keine Rolle spielen. Ob die Ärzte gesagt haben, es ist erblich bedingt, das wird heute Abend auch keine Rolle spielen. Halleluja! Heute Abend wird es auch keine Rolle spielen, ob es chronisch ist. Oder ob die Ärzte sagen, dass es tödlich ist. Is that the eternal blood of Jesus is still flowing. Aber was heute Abend eine Rolle spielen wird, ist, dass das ewige Blut von Jesus immer noch fließt. The blood of Jesus eterna is still flowing.
O sangue de Jesus eterno ainda está fluindo. Das ist alles, was heute Abend hier eine Rolle spielen wird, gesegnete Leute. Und wir sind mit so viel Freude heute Abend gekommen, wegen dem, was der Herr hier tun wird. Also lasst uns einfach noch einmal anbeten. Jetzt mit unseren Stimmen erhoben. Alle von uns. Sehr mächtig. Halleluja. Jesu Christo. Jesu Christo. Jetzt lese ich aus der Bibel, direkt bevor wir in diesen Heilungsgottesdienst hineingehen. Ich lese aus Matthäus Kapitel 11. Ihr müsst es nicht lesen. Matthäus Kapitel 11, Vers 5, er sagt, Blinde werden sehend. Blinde werden sehend. Und Lahme gehen. Paralíticos levantam e caminham. Os paralíticos levantam e andam. Os mortos são ressuscitados. Tote werden auferweckt. São ressuscitados. And the good news of the coming of the kingdom of God is being proclaimed. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Halleluja. Halleluja. Sehr mächtig. Er sagt, dass die Blinden sehend werden. Wegen dem Blut von Jesus. Und er sagt, dass die Lahmen aufstehen und gehen. Wegen dem Blut von Jesus. Und er sagt, dass die Lahmen Beine gestreckt werden und sie stehen auch auf und gehen. Wegen dem Blut von Jesus. Und er sagt, Aussatz wird gereinigt. Wegen dem Blut von Jesus.
Und die Tauben, ihre Ohren öffnen sich und sie hören. Im mächtigen Namen von Jesus. Und er sagt, und die guten Nachrichten vom Kommen des Messias werden den Nationen verkündet, einschließlich Lorena, Brasilien. Das ist mächtig, mächtig, sehr mächtig. Jetzt möchte ich diese Ankündigung machen. Ich möchte das Folgende sagen, dass ich in Kürze hier ein kurzes Gebet sprechen werde. Ich werde hier ein kurzes Gebet sprechen und dann wird sich alles hier verändern. Im mächtigen Namen von Jesus. Und dann, während wir anfangen, langsam in den Heilungsgottesdienst hineinzugehen, nur diejenigen, die geheilt sind, werden nach vorne kommen. Und keine Panik, denn wir haben gerade erst den Heilungsgottesdienst angefangen. Halleluja. Cynthia, can you move forward and worship the Lord here, Cynthia? Move forward there and worship the Lord. If South Korea does not want to worship the Lord, they don't want to worship the Lord. So you can now walk slowly away. Everybody here now. Todos aqui agora. As we begin to enter into the healing service. Enquanto começamos a entrar no serviço de cura. Anfangen, in den Heilungsgottesdienst hineinzugehen, wo auch immer ihr seid, sogar draußen. Diejenigen von euch, die können, erhebt eure Hände. Und diejenigen von euch, die aufstehen können, dies ist der Moment aufzustehen. Sobre os seus pés. At this hour.
zu dieser Stunde. Und während ihr eure Hände hebt, bitte hebt sie hoch zu dem Herrn. Und schließt eure Augen. Schließt eure Augen. Mächtiger Vater, Vater, du bist der Schöpfer des Universums. Und du hast die Erde erschaffen. Du hast die Menschheit erschaffen. Vater, du bist der Schöpfer. Jehovah Elohim. Jehovah Yahweh. Du hast alles auf der Erde erschaffen. Und du hast auch die neue Schöpfung erschaffen. Vater, schau, heute Abend kommen wir vor dich. Im mächtigen Namen von Jesus. Und an diesem Ort in Lorena, Jehova, sind sie heute Abend hier versammelt. Und Vater, schau, einige von ihnen sind völlig verkrüppelt. Mächtiger Vater im Himmel, einige von ihnen sind völlig blind. Mächtiger Vater Jehovah Yahweh, einige von ihnen sind völlig taub und andere sind gelähmt. Andere haben Tumore. Andere haben geistliche Krankheiten aller Arten. Andere haben Autismus. Andere haben das Down-Syndrom. Andere haben Blutkrankheiten, die Krebserkrankungen, die Leukämien. Andere haben Bluthochdruck, Diabetes und viele andere Krankheiten im Blut des Blutes. Mächtiger Vater Jehovah Elohim, Jehovah Rapha, der Heiler. Im mächtigen Namen von Jesus. Vater, ich bitte dich heute Abend, dass du die verkrüppelten Beine berührst, dass du ihre Knochen stärkst, ihre Muskeln stärkst, ihre Nerven stärkst, damit sie aufstehen und damit ihre Beine ihr Gewicht tragen können und damit sie das Gleichgewicht halten können und anfangen zu gehen im mächtigen Namen von Jesus, damit Jesus heute Abend hier verherrlicht wird. Mächtiger Vater, diejenigen, die in völliger Dunkelheit sind, diejenigen, die völlig blind sind, ich befehle jetzt ihren blinden Augen, sich zu öffnen und zum ersten Mal das Licht zu sehen. Damit sie Leute sehen, Herr, und damit ihre Augen von Minute zu Minute stärker werden und besser sehen.
Mächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus, befehle ich jetzt den tauben Ohren, sich zu öffnen, damit sie zum ersten Mal hören können und empfindlich werden, dass sie versuchen, ihre Ohren zuzuhalten. Im mächtigen Namen von Jesus, mächtiger Vater, an diesem Ort gibt es gelähmte Leute, deren Beine schwach sind. Einige von ihnen sind deformiert, sie zeigen nach oben. Ich bitte dich, mein Vater, im mächtigen Namen von Jesus, jetzt die gelähmten Beine zu stärken, damit sie auftreten können und gestärkt werden und gehen im mächtigen Namen von Jesus. Para que elas possam tocar no chão, apoiar, ser fortalecidas e andarem no poderoso nome de Jesus. Mighty Father. Poderoso Pai. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome. Mächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus. Befehle ich heute Abend den verkrüppelten Beinen aufzustehen und zu gehen, im mächtigen Namen von Jesus. Halleluja. Mächtiger Vater im Himmel, der heilige Vater Jehovah Jahwe, ich bitte dich, mein Vater, die Tumore heute hier aufplatzen zu lassen und die Wunden zu trocknen und alle Blutkrankheiten zu heilen, die Krebserkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck. Mächtiger Vater, es gibt diejenigen, deren Zungen stumm sind. Sie können nicht sprechen. Ich bitte dich, mein Vater, im mächtigen Namen von Jesus, heute Abend ihre Zungen zu lockern, damit sie sagen, Jesus, Halleluja. Im mächtigen Namen von Jesus, mächtiger Vater, es gibt Leute mit Wirbelsäulenverletzungen. Ich verordne, dass das Blut von Jesus ihre Verletzungen berührt und sie heilt und sie ganz macht, damit sie aufstehen und gehen im Namen von Jesus. Mächtiger Vater, an diesem Ort heute Abend gibt es Leute, die geistlich nicht im richtigen Zustand sind. Ich bitte dich, mein Vater, dass du sie wieder ganz machst. Heile sie und stelle sie wieder her. Ich verordne jetzt, dass jede Krankheit unter der Sonne jetzt geheilt wird, dass das Blut von Jesus fließt und euch alle bedeckt. Die mächtige Heilungssalbung des Herrn, dass sie die Krüppel berührt, damit sie aufstehen und gehen, dass sie die blinden Augen berührt und sie öffnet, damit sie Licht sehen, die Heilungssalbung des Herrn, dass sie die tauben Ohren berührt und sie sich öffnen, die Zungen berührt und sie lockert, damit sie sprechen können, die Tumore aufplatzen lässt, die gebrochenen Knochen heilt und euch alle wiederherstellt.
even cerebral palsy, sogar Zerebralparese und Krebserkrankungen. Im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Beendet. Es ist jetzt beendet. Das Gebet ist jetzt beendet. Halleluja. Halleluja. Jetzt gerade ist das Gebet zu Ende an diesem Ort. Was für eine mächtige Nacht. Und nun, jeder hier, ich werde meinen linken prophetischen Arm hier jetzt erheben und ich werde euch bitten, zu versuchen, das zu tun, was ihr nicht tun konntet. Nochmals, lasst mich das wiederholen. Ich werde meinen linken prophetischen Arm erheben zum Herrn Jahwe. Und ich werde euch bitten, zu versuchen, das zu tun, was ihr nicht tun konntet. Während wir in den Heilungsgottesdienst hineingehen. Und dann, wenn jemand blind war, und dann haltet ihr einen Stift vor ihre Augen und dann folgen sie dem Stift, dann ruft, damit wir wissen, wo ihr seid. Wenn jemand so nicht gehen konnte und plötzlich kann diese Person gehen und das Gleichgewicht halten, dann ruft ihr uns zu, damit wir wissen können, wo ihr seid. Wenn jemand taub war und die Ohren jetzt hören können, seid ihr diejenigen, die uns zurufen werden. Ich werde meinen linken prophetischen Arm zum Herrn erheben. Jetzt gerade hier, im mächtigen Namen von Jesus. Und ich werde euch bitten, zu versuchen, das zu tun, was ihr vorher nicht tun konntet. Einige von euch werden fühlen, dass Kraft in euch hineingekommen ist. Ihr seid diejenigen, die das fühlen werden, die das spüren werden. Okay, alle hier jetzt. Ich erhebe jetzt meinen linken prophetischen Arm zum Herrn. Ihr erhebt eure Hände nicht. Und jetzt empfangt eure Heilung im mächtigen Namen von Jesus. Überall hier jetzt. Überall hier. Und wenn etwas passiert ist, dann ruft ihr. Ihr sagt es nicht einfach nur, ihr ruft. Die Krüppel jetzt. Okay, I will need another translator if you are very slow. The cripples now. Die Krüppel jetzt. Ich verordne jetzt im mächtigen Namen von Jesus, dass die blinden Augen sehen. Im mächtigen Namen von Jesus. Und die Tauben. Was auch immer der Zustand ist. Was auch immer der Zustand ist. Wenn er verschwunden ist, dann sagt ihr es uns. Ihr kennt euch. Die Blinden. Die Tauben. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich sehe alle mit einem Namensschild. Im mächtigen Namen von Jesus. Totalmente surda.
You are the doctor who is prescribing, huh? Ela é totalmente surda do ouvido esquerdo. Somebody put it on. E ouvia um pouquinho do ouvido direito. Totalmente surda do esquerdo. E ouvia um pouquinho do direito. Aleluia! Aleluia! Muda e está começando a falar agora. She was also mute. Sie war auch. Sie war völlig stumm und jetzt spricht sie. Sie war auch völlig stumm, aber jetzt kann sie sprechen. Wir haben gerade erst angefangen. Komm. Avivamento! No Brasil! Avivamento! Avivamento começou aqui! Aleluia! Mais um cego! Yes, make sure he's here. Make sure he's here. Die Augen wurden berührt und geöffnet. Yes. And then, thank you. Thank you. Because I want to scream there. Yes. Halleluja. Halleluja. Jesus Cristo. Jesus Cristo! Aleluia! Muito sério! Muito, muito sério! Instantaneamente! Instantaneamente! Avivamento chegou na terra! O avivamento! Então agora! Você está dizendo? Tu sagst? O que aconteceu? Deixa ela fazer o. O que aconteceu? Was ist passiert? Este abriu. Aleluia! 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 Eu quero ver. Qual? Este? Dieses hier. Agora está bem? Abriu. Wir haben gerade erst den Heilungsgottesdienst angefangen. O serviço de cura pemba. Qual lado? I want her to use the hands. Mostra com a sua mão. Qual abriu? Qual? Lado esquerdo. Eu disse a vocês. Aleluia! I told
Ich habe euch gesagt, dass ich Jesus liebe. Ich sagte euch. Dies ist ernst. Blinde Augen haben sich gerade geöffnet. Was ist passiert? Danke, Doktorin Denise. Sprich mit mir. Doktorin Denise, sie kam mit starken Schmerzen im Rücken, in der Wirbelsäule. Der Schmerz in der Wirbelsäule ist völlig verschwunden.
Mein Sohn, du bist gekommen. Du hast gesagt, ich muss dort sein. Ich muss gehen und dort stehen. Sehr mächtig. Sehr mächtig. Halleluja. Wir haben gerade erst angefangen. 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 Wenn der Herr euch berührt hat, ruft, erhebt eure Hand. Wenn der Herr euch berührt hat, erhebt eure Hand und ruft mir zu. Dort drüben, dort drüben, dort drüben. Aleluia! Senhor tocate. O Senhor tocou você? If the Lord has touched you, se o Senhor tocou, wenn der Herr euch berührt hat, erhebt eure Hand. The Lord has opened blind eyes. Der Herr hat blinde Augen geöffnet. Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Que passou? O que passou? Graças a Deus. O que aconteceu? Somebody translate. Kann jemand übersetzen? What has happened? O que aconteceu? Was ist passiert? Aleluia! Esse homem tinha uma dor severa no pescoço e agora está curado. The Father. Over there, over there, over there, over there. Dort drüben, dort drüben. Olha lá. Over there. Dort drüben. Go, my son, go. Go, my son. Vai, meu filho. Doktor Maluma. Doktor Maluma. Go there, my son. Doktor Maluma, geh dorthin, mein Sohn. Halleluja. Oh yes. Oh ja. I told you. Eu disse a vocês. I am leaving to Rio de Janeiro. Ich sagte euch, ich reise ab nach Rio de Janeiro. Ich gehe nach Rio de Janeiro. Look at this. Look at this. Look at this. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Olha isso. Olha isso. Me segue. Me segue. Segue. Segue o profeta do Senhor. 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 Aleluia! Aleluia! I don't know what has happened. Ich weiß nicht, was passiert ist. Eu não entendi o que passou. Eu não entendi o que aconteceu ali, ó. Aleluia! Where? Where are you? Onde você está? Where? Onde você está? The blind eyes are open. Os olhos cegos abriram. Die blinden Augen haben sich geöffnet. Ein blindes Auge hat sich gerade geöffnet. Ein blindes Auge hat sich gerade geöffnet. Halleluja! 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 Das blinde Auge hat sich gerade geöffnet. Das blinde Auge hat sich gerade geöffnet. Das ist der Vater von einem der Pastoren. Er ist der Vater von einem der Pastoren. Halleluja!
Jesus Cristo, obrigado, 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 Jesus Cristo, obrigado. Get a paper, start writing. Aqui? Start writing here. Ein taubes Ohr hat sich geöffnet. Taube Ohren haben sich geöffnet. Starke Schmerzen. Ich komme nach Fortaleza. Es wird größer in diesem Land sein. Sehr massiv, mehr als Kenia. Ich komme. Ich weiß, mein Kalender ist voll. Wegen Manaus und anderen Orten. Halleluja! 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 Venha, minha filha. Levantem. Obrigado, Jesus Cristo! 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 Obrigado! O Senhor tocou você. É no umbigo. Tu tocou. Ele te tocou. Senhor tocou. O Senhor te tocou. 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 Sehr mächtig. Und du? Der Herr hat dich berührt. Wow, wow. Ich sage euch, Erweckung in Brasilien. Erweckung. In Lorena. Halleluja! Isso é sério? Avivamento! 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 Erweckung in Lorena. Erweckung in Lorena. Taube Ohren haben sich geöffnet. Taube Ohren haben sich geöffnet. Kenyans are passing in front. Kenyans are passing in front and writing. Kenyans are writing as they go like this. Kenyans are doing that. Can you pass in front and do that? Can you do that now? Can you please do that now? Pass in front and start recording each of them. You are live. Kenyans are watching you. Even your wife is watching you. Can you pass here and record all of them?
Where are you going to? Can you start from square one? You are confused. Hallelujah. Your wife is watching you. My Lord! Meu Senhor! Thank you, Dr. Maluma! Danke, Dr. Maluma! Erweckung in Lorena! Qual dos dois? Qual dos dois? Que passou? Que passou? O que aconteceu? Que passou? Esse ou aquele? Qual? Esse que eu não ouço. Esse, o direito. Que passou? Que passou? O que aconteceu? Qual abriu? Eu tive uma laringite. Dieses oder dieses? Was ist passiert? Dieses oder dieses? Sie hat eine Infektion. Abriu. Open. Offen. Aleluia! Open! Aleluia! 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 Opa, there! Dort drüben! Onde você está? Amiga dela! Onde, meus senhores? Múltiplas escleroses! Multiple Sklerose. Multiple Sklerose. Multiple Sklerose. Sie konnte nicht gehen. Sie konnte nicht gehen. Halleluja! Halleluja! Jesus! Muito forte, forte. Muito forte. Jesus Cristo, Salvador. Jesus Cristo, Salvador. Aleluia! Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Halleluja. 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 Es gibt Kraft. Kraft. Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Und ich sagte, und alles wird sich verändern. Halleluja! In 2 Minuten hat sich alles verändert. Halleluja! Ich komme. Taube Ohren haben sich geöffnet. Halleluja! Halleluja! Jesus ist der Herr. Taube Ohren haben sich geöffnet. Warum weinst du? Warum weinst du? Warum weinst du? Warum weinst du? Jesus ist mein Leben. Danke, Jesus ist mein Leben. Jesus in meinem Leben. Dieses oder dieses? Das linke. Das linke Ohr. Abriu? Sim. Amém. Amém. Abriu. Offen. Halleluja! 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 Jesus, poder de Deus, power from God, the
Kraft, die Kraft Gottes, der Präsident der Pastoren, der Präsident der Pastoren. Halleluja. Sehr, sehr mächtig, sehr kraftvoll. Sehr mächtig. Dr. Maluma. Jesus, Kraft. Jesus, Kraft. Jesus, Kraft. Jesus, Power. 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 Alleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória. Outro, mais um. O que aconteceu? O que aconteceu? He came here. Er kam hierher. E o infra-espinhoso, eu fiz o teste, estava com muita dor. Agora ele falou que não está com dor. Tendinites. Tendinites. O músculo supra-espinhoso. It's an infection in the muscle. Es ist eine Infektion in den Muskeln. Ahorita. Agora. E o que o senhor está sentindo agora? Agora eu senti o braço mais forte. Now I feel mais o teste. My arm is stronger. Aí eu falei, faz o teste. My arm is stärker. Das ist die Hand, nach der ich gesucht habe. Das ist die Hand, nach der ich gesucht habe. Halleluja! 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 Jesus Cristo, obrigado. 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 Jesus Cristo tem poder. O seu sangue. O seu sangue é forte. Jesus Cristo tem poder. Obrigado, minha filha. Danke, meine Tochter. Glory to God. Ehre sei Gott. Halleluja. 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 Glory is very mighty. Die Herrlichkeit ist sehr mächtig. Massiva Gloria. Das ist die Hand. I was looking for the hand. Ich suchte nach der Hand. My Lord, I was looking for the hand. Ich suchte nach der Hand. Look at that, another one. Hallelujah! Mais um. Hallelujah! Mais um. Eine weitere. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Meu Senhor, swelling has disappeared. Desapareceu. Sie hatte eine Schwellung. Der Tumor ist verschwunden. Tumores. 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 Desapareceram. Tumores desapareceram. Der Tumor ist verschwunden. Der Tumor. She could not walk as well. Sie konnte auch nicht gehen. Do like this. Turn the microphone like this and say in your language. Kannst du es auf deiner Sprache sagen? Halleluja! Arthrosis disappear instantaneously.
Arthrose ist sofort verschwunden. Das ist die Hand. Ich sagte, dass jemand mit mir spricht über die Hand, der operiert werden sollte, aber jetzt braucht er keine Operation. Das ist die Hand. Halleluja! 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 Arthritis just healed! Arthritis! Arthritis! Arthrose! Arthritis! Arthritis! Wurde gerade geheilt. Arthritis! Arthritis! Desapareceram meus pais. Arthritis! Der Schmerz ist weg. Sie ist komplett wiederhergestellt. Halleluja! Die Heilungssalbung ist sehr massiv heute Abend. Halleluja! 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 Jesus Cristo! Aleluia! Obrigado, Jesus Cristo! 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 Danke, Jesus Cristo! Obrigado, minha filha! Everybody now. Todo mundo agora. Stand up, we receive Jesus. Steht jetzt alle auf, wir empfangen Jesus. Lasst uns alle Jesus empfangen. Thank you so much. Stand up, everybody. Vielen Dank. Steht alle auf. Que passou? O que aconteceu? O que aconteceu? O que? Este? O que aconteceu? The devil open. Another. Hey. Aonde? Open. Aonde? Open. Aonde? Open. Aonde? The deaf ears have opened there. Os ouvidos Die tauben Ohren haben sich dort geöffnet. Halleluja! 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 Very powerful. Very powerful. Sehr mächtig. Very powerful. Sehr mächtig. Aleluia. Das Blut von Jesus. O sangue. Olha isso, olha Schaut euch das an. Olha isso, olha isso. Schaut euch das an. Olha isso. Schaut euch das an. Olha isso. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Olha isso agora. Schaut euch das an. Olha isso. Olha isso. Aleluia. Olha isso. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Com os dedos, com os dedos. Aleluia! 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 Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Danke! Jesus Cristo! Obrigado! Jesus Cristo! Obrigado! Steht alle auf! Everybody stand up. Steht alle auf. Stand up. Steht auf. Everybody stand up. Steht alle auf. Stand up and lift up your hands. Steht auf und erhebt eure Hände. Don't tell mundo. Stand up. Steht auf. And lift up your hands. Look at this und erhebt eure Hände. Schaut euch diese. Levanta muy muy alto para Señor. Levanta. Muy muy alto. And repeat after me. Und wiederholt Say, nach mir. Lord Jesus. Sagt, mächtiger Herr Jesus. Poderoso Senhor Jesus. I receive you, Jesus. Ich empfange dich, Jesus. Eu recebo Jesus. As my Lord. Als meinen Herrn. Meu Senhor. And my Savior. Und meinen Retter.
My Lord Jesus, establish holiness in mein Herr Jesus, etabliere Heiligkeit in mir. Estabeleça santidade em mim. And prepare me for the kingdom of God. Und bereite mich vor für das Königreich Gottes. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus. I am born again. Bin ich wiedergeboren. Halleluja! There is a pastor that was somewhere here. Es gibt einen Pastor, der hier irgendwo war. Wo bist du jetzt? What has happened? Was ist passiert? Que passou? O que aconteceu? Very powerful. Muito poderoso. Sehr mächtig. Thank you so much. Er ist ein Pastor. Vielen Dank. Es gab einen anderen Pastor, der mich anschaut, als ich predigte. Er ist dort. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm mein Sohn. Komm, komm. Komm, komm. Komm. Ich habe dich angeschaut, als ich gestern predigte, und du hast zugestimmt. Du hast gesagt, es ist wahr. Dies ist die Stunde für Veränderung. Heute, als ich angefangen habe, habe ich dich wieder gesehen. Und ich habe gesagt, alles wird sich hier verändern. Aber der Herr ließ mich. Den Verstand der Leute. Der Herr ließ mich wissen, was die Leute dachten. Sie dachten, aber wie? Und jetzt hat sich alles verändert. Halleluja. Ehre sei Gott. Ehre sei dem Herrn. Ehre sei dem Herrn. Und ich sagte, das ewige Blut von Jesus. Ich sprach ein kurzes Gebet. Und jetzt? Viele fragten, wie? Diese Veränderung wollen wir, aber wie? Ich konnte es wissen. Und dann hat es sich jetzt verändert. Und die Bibel sagt, die Bibel sagt, dass wenn dieser Prophet sagt, und es passiert, diesen Mann müsst ihr fürchten, denn Gott hat mit diesem Mann gesprochen. Schau, jetzt hat es sich verändert. Um die Botschaft zu bestätigen, die ich gestern gegeben habe. Der Herr segne deinen Dienst. Im mächtigen Namen von Jesus. Danke. Halleluja! Now, ich werde in Kürze abreisen, denn ich habe 3 Stunden vor mir. Jesus, glory, power,
Jesus! Poder! Glória! Jesus! Poder! Glória! Poder! Jesus Cristo! Obrigada! 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 Jesus Cristo! Obrigado! 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 Jesus Cristo! Danke, Jesus Christus! Danke, Jesus Christus! Danke, Jesus Christus! Hört mir jetzt zu! Hört mir zu! Professor, bereitet das Fahrzeug vor. Wir haben 3 Stunden vor uns. Gesegnete Leute, der Messias kommt. Der Messias kommt. Bereitet den Weg vor. Der Messias kommt. Ich gehe jetzt, denn ich muss nach Rio de Janeiro abreisen. Es gibt ein größeres Treffen dort. Jesus liebt euch. Der Messias kommt. Danke. Can you people go away now? Okay, go away now. Go away now. The heal. Solamente eles que sanados. Somente os curados agora. Curando aqui. Só os curados aqui. Solamente eles que curados aqui. Somente aqueles que foram curados aqui. My daughter from South Korea. Minha filha da Coreia do Sul. You have 1 minute, 30 seconds. Meine Tochter aus Südkorea, du hast 1 Minute, 30 Sekunden. She's not playing again. She's not playing. Stop it fast. Everybody switch off your microphones. Todo mundo, desligue seus microfones. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado. Jesus Cristo,
Aleluia! Louvado seja o Senhor! Quantos foram abençoados, diga glória a Deus! Diga comigo.